Ja, erstmal schönen guten Tag. Guten Tag. Sigrid Engelhardt und Albert Mungen. Ein Projekt in Hessen, häusliche Gewalt gegen Gewalt generell. Ja, wir haben vor mehr als 20 Jahren einen Verein gegründet. Der heißt Korbacher Initiative zur straffälligen Eingliederung, abgekürzt KISTE. Mhm. Der wurde gegründet von Bewährungshelfern aus Korbach. Und aufgrund unserer jahrzehntelangen Berufserfahrung haben wir halt gemerkt, dass wir keine Möglichkeit haben, wirklich etwas Aktives gegen Gewalt in unserem Kreis zu tun. Ja. Wir haben immer mehr Gewalttäter, wir betreuen also Menschen, die auch wegen Gewaltdelikten verurteilt worden sind. Und wir hatten kein Angebot, mit dem wir ihnen wirklich entgegentreten können. Das heißt, um da gleich mal nachzufragen, großes Thema ist sicherlich häusliche Gewalt, aber dem Verein geht es auch generell gegen Gewalttäter, also genau. Die von sich aus etwas lockerer sind mit der Hand oder mit der Faust oder wie auch immer. Es geht darum, Gewalt zu vermeiden. Ja. Es geht darum, Opfer zu schützen. Das ist unser Ziel. Ja. Und es gibt halt keine Möglichkeit, damit therapeutisch umzugehen. Zumindest keine Möglichkeit, die auch finanzierbar ist, die bezahlbar ist. Es ist nicht als Krankheit anerkannt, von daher kann es nicht über die Krankenkassen laufen. Und eine private Finanzierung ist diesen Männern oft nicht möglich. Mhm. Und so haben wir dann mit unserem Verein, der ausschließlich von Geldbußen lebt, dann die Idee gehabt, Kollegen, die eine spezielle Ausbildung haben, zu engagieren, ja, um mit einem Anti-Aggressivitätstraining dem entgegenzutreten. Jetzt haben wir gerade von Männern geredet, es gibt ja natürlich auch aggressive Frauen in der Öffentlichkeit, soll man nicht vergessen. Die sind zwar nicht ganz so häufig wie die Männer. Kann ich schon sagen, das macht etwa bei verurteilten Frauen, oder generell bei Verurteilten, macht das etwa 10% aus. Ja, aber da kann man ungefähr, und damit sieht man ja, dass es tatsächlich nur ein Bruchteil von dem ist, zu gewalttätig. Müssen wir jetzt bei Gewalt vielleicht juristisch mal so sehen, häusliche Gewalt ist inzwischen ein Offizialdelikt, das heißt, die Polizei schreitet von sich aus ein. Körperverletzung ist oft ein Anzeigendelikt. Also wenn keiner anzeigt, passiert nichts. Ne? Ist das richtig? Nee, das kann man so nicht sagen. Oft, habe ich gesagt. Ja, auch, das ist schon ein Offizialdelikt. Das muss man ganz klar sagen. Die Staatsanwaltschaft hat die Möglichkeit, bei geringfügigeren Körperverletzungen die Möglichkeit, das nicht weiter zu verfolgen, sage ich jetzt mal, oder ein TOA zu machen. Aber das ist schon ein Offizialdelikt. Aufgrund Ihrer Kenntnisse hier aus dem Verein, 20 Jahre haben Sie gesagt, Verein gelernt, verzeichnet man eine Zunahme an Gewalttaten oder ist die Gewalt heftiger geworden in den 20 Jahren? Ich denke schon. Ich denke schon, dass der Anteil der Gewalttäter bei uns zugenommen hat im Verhältnis von damals. Mhm. Es gibt ja vielfältige Formen der Gewalt, also angefangen von der körperlichen Gewalt zur psychischen Gewalt, die oft ausgeübt und sehr diffizil ausgeübt wird, bis hin, ich sag mal, Rambo-mäßiges Fahren im Straßenverkehr, auch eine Form von Gewalt. Absolut, für mich. Ja. Absolut. Und Hessen geht da in die Prävention. Richtig, genau. Also wir unterscheiden da gar nicht so großartig, zumindest bei der Trainingsgruppe oder Behandlungsgruppe häusliche Gewalt. Da sehen wir schon ein Stück weit identisch die psychische und die physiologische Gewalt, weil wir schon da auch davon ausgehen, dass eine psychische Gewalt mindestens genauso oder doch schon, kann man so sagen, traumatisieren und verletzen kann wie eine körperliche Gewalt. Insofern arbeiten wir da mit beiden Gruppen oder mit beiden Tätergruppen genau. Zum einen, jetzt habe ich eine Verantwortung, wie war nochmal die weitere Frage? Zu, ja,
Präventiv arbeiten. Präventiv arbeiten, ja, genau. Ja. Ja, das ist doch gut. Und da arbeiten die, das finanziert bei der häuslichen Gewalt unter anderem anteilig zu 2/3, finanziert das hessische Justizministerium. Ich bin selber Bewährungshelfer in Köln, also in Nordrhein-Westfalen, und die arbeiten halt nicht präventiv, die arbeiten nur mit verurteilten Gewalttätern. Wobei ich dann auch jetzt ganz klar nochmal, was auch wichtig ist, ich bin hier als Anti-Aggressivitätstrainer und Kunis-Trainer, gebe ich hier Auskunft als Gewaltexperte und nicht als Bewährungshelfer. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist schon klar, weil wir reden genau hier über den Verein und über Prävention. Genau, das ist mir wichtig, so Deutschen auch. Ganz wichtig, aber um zur Prävention zu kommen, wir hatten im Vorgespräch schon mal dahin gekommen. Schön wäre es ja im Rahmen der Prävention, wenn man, ich sag mal, mögliche Gewalttäter, die also zur Gewalt neigen, im Vorfeld schon mal in so ein Anti-Aggressivitätstraining bekommen würde. Das ist natürlich immer sehr schwierig. Ne? Also wir unterscheiden da zwei verschiedene Gruppen. Also unser Verein Kiste e.V. hat 2 Projekte in der Richtung. Das eine ist das Anti-Aggressivitätstraining. Da sind in der Regel verurteilte Männer drin. Wir hatten auch jetzt mal eine Frau. Eine Frau hat noch mal. Genau. Die sind also schon wegen eines Gewaltdeliktes verurteilt. Ja. Das ist die Regel. Wobei wir auch schon mal jemanden mitgenommen haben, auf Bitte des Familiengerichtes, Jugendamt, Polizei, die gesagt haben, wir haben hier jemanden, der ist noch nicht verurteilt, aber der ist brandgefährlich. Ja. Und da müssen wir unbedingt etwas machen, damit nicht wieder eine Gewalttat passiert. Könnt ihr ihn an dem AAT teilnehmen lassen? Mhm. Den haben wir teilnehmen lassen. Er hat mit Herrn Mungen und seiner Kollegin dieses Training durchlaufen und ist dann zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden und ist auch nicht wieder aufgefallen. Mhm. Das ist das eine Projekt, wo also in der Regel verurteilte Straftäter drin sind. Das andere ist das Projekt Trau dich, hau nicht. Das ist also gezielt gegen häusliche Gewalt und da gibt es keinerlei Voraussetzungen. Die Männer, die auch daran teilnehmen, die sind also, die haben alle ein Problem mit häuslicher Gewalt, müssen deswegen nicht verurteilt sein. Die können zum Beispiel auf Rat des Jugendamtes zu uns kommen, dass das Jugendamt sagt, du kannst deine Kinder nur sehen, wenn du etwas gegen deine Aggressivität machst. Mhm. Oder dass die Frau sagt, ich werde mich von dir trennen, wenn du da nichts machst. Oder das Familiengericht sagt, und wenn sie da nichts machen, dann wird das mit dem Kontakt zu den Kindern schwierig werden. Das ist ein zweites Projekt. Das ist wesentlich niedrigschwelliger. Die treffen sich über ein Jahr, mehrmals im Monat und durchlaufen Module. 4 Module, und wenn sie diese Module absolviert haben, bekommen sie das Zertifikat darüber. Ja. Das Anti-Aggressivitätstraining ist das Training, wo Männer bis auf eine Frau drin sind, die massivst mit einem Gewaltdelikt aufgefallen sind. Ja. Wo es oft gerichtliche Auflage ist, wo das Gericht sagt, nur unter der Bedingung haben sie die Freiheitsstrafe nochmal zur Bewährung bekommen. Hm. Und das findet an 3 Wochenenden statt, kompakt, über 80 bis 100 Stunden. Wie läuft so ein Anti-Aggressivitätstraining, genau. Anti-Aggressivitätstraining, ganz wichtig für mich, ist, dass wir bei Anti-Aggressivitätstraining haben wir das Gebrauchmuster geschützt. Ja. Das heißt, dass das kleine R dahinter. Darauf sollte man immer achten, wenn man solche Behandlungs- und Trainingsgruppen anbietet, weil auf dem Markt treibt sich auch viel Unfug rum. Heißt das, es gibt mehr Vereine, die dieses Modul oder dieses... Ja, aber halt nicht mit den Standards, wie sie es beim Anti-Aggressivitätstraining mit dem Gebrauchsmusterschutz haben. Also im Prinzip, wenn wir es ganz runterbrechen, Sie haben jetzt heute ein Interview mit mir gemacht und Sie könnten nachher sich als Anti-Aggressionstrainer bezeichnen, weil sie mich interviewt haben. Es gibt also kein Fettchen im Begriff, deshalb finde ich es enorm wichtig zu sagen. Ich meine jetzt, weil das geschützt ist, bitte? Wird das nur hier in diesem Verein bei der Frankenberg gemacht? Also wir sind die Ersten in ganz Nordhessen, die das angeboten haben und sind auch bis jetzt die Einzigen, die das in Nordhessen anbieten. Okay. Wir haben also diese AAT-Gruppe hier in Korbach, die findet einmal im Jahr statt. Und unser Verein Kiste finanziert auch noch ein anderes AAT in Kassel. Das sollten wir heute mal bald, weil es ja geschützt ist. Und es kann ja sein, dass es jetzt andere Vereine ähnlich in ganz Deutschland gibt, die sagen, oh, das finden wir toll.
Das möchten wir übernehmen. Ah, das ist eine Frage der Ausbildung. Das wird vom IS in Frankfurt ausgebildet und das ist da Gebrauchsmuster geschützt. Und damit die Kiste als Auftraggeber, wenn die uns beschäftigt, garantiert hat, dass wir Fachleute sind, dass wir gewisse Methoden machen, dass wir Psychodrama machen, dass wir Aufstellung machen, dass wir den heißen Stuhl machen. Damit sind die abgesichert, ohne dass die weiter gucken und kontrollieren müssen, wie arbeiten die eigentlich. Ja, und das ist natürlich für den Auftraggeber. Ja. Sind Sie halt als Bewährungshelfer, einmal Sozialarbeiter, einmal juristisch geschult und für dieses Antiaggressivitätstraining werden Sie nochmal speziell geschult? Nicht geschult, das ist eine Ausbildung. Das oder ist ausgebildet, auch, ja. Das ist eine anderthalbjährige Ausbildung, so die man auch durchlaufen muss, damit man dann sich Antiaggressivitätstrainer nennen kann und auch diese Behandlungsgruppen machen kann. Das ist aber wichtig, dass man, das ist auch unter anderem sehr viel Psychologie dabei, ne? Ja. Ja, wir haben Anleihen aus vielen Bereichen, aus der Pädagogik, aus der Psychologie, aus der Soziologie auch, wenn wir an Gewalttaten denken, die in der Gruppe stattfinden, genau. Also haben wir da, im Prinzip nehmen wir uns da aus vielen interdisziplinären Fachbereichen was raus. Jetzt ist es in Deutschland so, oft wird Tätern sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet, Opfern manchmal weniger. Mhm. Es gibt Hilfsorganisationen wie zum Beispiel der Weiße Ring, wo sehr viele Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, aber auch Richter und so weiter tätig sind. Es gibt jetzt hier den Verein Kiste. Fehlt da in unserem System so ein bisschen was, das auch den Opfern gibt? Also kann ich Ihnen sehr schnell beantworten, die Frage, weil meine Kollegin, die Frau Stevens, mit der ich das zusammen mache, die ist Opferschutzbeauftragte des Landes NRW, also eine ganz exponierte Stellung, und die macht das mit mir zusammen. Das zeigt schon ein Stück weit, dass für uns Täterarbeit in jedem Fall an erster Stelle Opferarbeit ist. Ja. Das heißt für uns, wenn der dieses Behandlungsprogramm von ca. 100 Stunden durchlaufen hat und wir nicht ein sehr sicheres, das ist natürlich immer letztendlich, gibt's nicht, die absolute Sicherheit gibt es nicht, aber wenn wir dann ein sehr, sehr sicheres Gefühl haben, dass derjenige nicht mehr schlägt, erst dann wird er zertifiziert. Vorher kann er die Gruppe nicht mehr weitermachen, wenn wir nicht das Gefühl haben, dass er sich tatsächlich umgekehrt hat und nicht mehr schlägt, friedlich ist, keine Gewalt mehr ausübt. Das Schlagwort dazu ist, Täterarbeit ist der beste Opferschutz. Ja. Also wir machen diese Arbeit nicht für die Täter. Oder wir machen die Arbeit nicht, um den Tätern zu helfen oder um sie vor Gefängnis zu schützen. Mhm. Ziel dieser Arbeit ist Opferschutz. Aber Frau Engler, nochmal, in der Öffentlichkeit entsteht oft der Eindruck, die Täter werden betüdelt und die Opfer werden im Stich gelassen. Das ist der Eindruck, der oftmals in der Öffentlichkeit entsteht. Das ist nach einem simplen Einbruch so, wo die Leute also Einbruch in die Privatsphäre, also wirklich psychisch total am Boden sind, geschockt sind. Da hat ein Fremder die intimsten Sachen durchwühlt. Das ist bei Gewalt so, gerade wenn sie unvermutet kommt im öffentlichen Raum, ne, wenn man vorbeigeht und hat auf einmal die Faust im Gesicht. Und das ist auch im geschützten Raum so wie zu Hause. Wie gesagt, das ist das Bild, das in der Öffentlichkeit existiert. Und das ist natürlich hier auch eine Möglichkeit, das gerade zu rücken, dass wir sagen, wir wollen Art 1 durch die Prävention erreichen, dass es erst gar nicht zu Gewalt kommt. Und Art 2 kommt es zur Gewalt, weil es in Deutschland zu wenig Therapieplätze für alles und jedes gibt, wollen wir erreichen, dass potenzielle Täter, auffällige Täter, davon ablassen. Genau, Opfer vermeiden. Dass sie in den Keller gehen und bis 10 zählen oder wie auch immer. Ja, eben das nicht, um Gottes Willen. Da sind wir nämlich beim Aggressions- oder Antiaggressivitätstraining. Es ist nämlich genau das nicht. Und deshalb legen wir da auch einen extremen Wert drauf. Es ist nicht, box 10-mal gegen den Sandsack und lauf mal um den Block und dann bist du friedlich, weil du dich ausgepowert hast. Wir gehen viel mehr davon aus,
wenn ich solche Kampfsportarten mache oder boxe, wie auch immer, dass ich das machen kann, wenn ich ein gesundes Herz und einen gesunden Kopf habe. Und mit gesundem Herz meine ich jetzt gute Emotionen und nicht... Also wenn ich sage, ich kenne 10 bis 10, dann ist es etwas, was ich mache. Zum Beispiel, wenn ganz eilige Pressemitteilungen reinkommen, wo zum Beispiel mal wieder anonym ein Bürgermeister, ein Amtsrichter, dann zähle ich bis 10, dann lese ich die. Und dann gucke ich mir einen Absender an und versuche zu recherchieren, bevor ich überhaupt was mache. Deswegen meine ich, zähl bis 10, komm runter und dann überleg, was du machst. Das ist der Unterschied zwischen, und das ist auch ganz gut, dass sie das aus der, dann kann ich als Fachmann dem was gegenüberstellen. Sie reden über Aggression. Ja. Und Aggression muss jeder Mensch haben, sonst könnte ich zum Beispiel die Arbeit auch nicht machen. Das heißt, nämlich nichts anderes wie nach vorne gehen, beteiligt sein etc. etc. Aggressivität ist die übersteigerte Aggression. Ja. Und die behandeln wir. Wir würden niemals auf die Idee kommen, Aggression zu behandeln, weil das braucht ein Mensch wie andere Charaktermerkmale. Teil des sozialen Lebens, kann man das so sagen? Ja. Mit Sicherheit. Das ja. Und bei uns wird keiner betüttelt. Sie haben eben dieses Wort betüttelt genannt. Ne? Ja. Also betüttelt wird weder in dem Trau dich hau nicht Projekt noch in dem AAT jemand. Ja. Sondern es geht wirklich darum, Butter bei der Fische zu tun, zu seinen Straftaten zu stehen, sich mit den Folgen. Ich wurde vorhin von einem der Teilnehmer gefragt, was hat denn ein persönliches Foto von mir, also ein Foto von jemandem, der mir ganz wichtig ist, damit zu tun? Da habe ich ihm gesagt, du, die Frau ist auch Opfer. Ja. Du hast deine Frau nicht geschlagen, aber deine Frau ist auch Opfer deiner Tat. Die muss auch deine Taten aushalten. Ja. Die muss auch von den Folgen, die hat sie auch zu spüren. Mhm. Ne? Und von daher denke ich, es geht nicht um Betütteln, sondern die Leute werden sehr hart angefasst. Es geht darum, Einstellungen und Verhalten zu ändern, um halt Opfer zu vermeiden. Jetzt sind wir hier im ländlichen Bereich. Ja. Und der ländliche Bereich hat natürlich eine andere Schamgrenze wie vielleicht die Großstadt. Warum? Man kennt sich, wie wir hatten wir eben drüber gesprochen, gerade im Bereich der häuslichen Gewalt. Wir haben sehr viele Einfamilienhäuser, die in Mehrfamilienhaus, wenn da dauernd Krach und Schmerzensschreie sind, ruft schon mal irgendeiner die Streife beim Einfamilienhaus auf dem Dorf, das weit weg ist. Und dann gibt es oft auch Abhängigkeiten. Das heißt, der Schläger ist, oder der auch Kindesmissbrauch, gibt es ja auf dem Dorf auch, ist ja vielleicht der Direktor von der Sparkasse, der mir letztes Jahr noch die Hypothek günstig verschafft hat und. Das heißt, ich will nicht das Denunziantentum, aber sollen die Leute mehr mit offenen Augen, offenen Ohren ihre Umwelt wahrnehmen und entsprechend dann auch mal Hinweise geben? Mit Sicherheit, ganz klare Kiste, zumal das ja insgesamt viel mehr in den Fokus gerückt ist. Wenn wir sagen, früher waren die Delikte vielleicht nicht so brutal oder weniger, wie auch immer, was ich gar nicht so unterschreiben kann zwingend, kann man zu heute zumindest sagen, dass die häusliche Gewalt, bei der anderen Gewalt hatten wir es immer gehabt, viel, viel mehr im Fokus der Justiz ist und somit auch viel mehr Opferarbeit durch Justiz gemacht wird. Wenn wir das Gewaltschutzgesetz, was relativ neu ist, wenn wir das Verweisverbot nehmen, was die Polizei ausspricht, 10 oder 14 Tage, sogar 14 Tage, dass sie in die Familien reingehen, das mitkriegen und dem Mann eins auf für 14 Tage des Hauses es verweisen können, ohne ein Rückkehrverbot, ohne dass er zurückkommen kann. Das sind alles neue Gesetzgebungen, die ganz wunderbare Instrumentarien sind. Und so glaube ich, nicht nur bei der Justiz, sondern auch bei der Bevölkerung, dass das Thema viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit ist und noch eine Bereitschaft da ist, das mehr bekannt zu machen. Und da kann ich nur appellieren, mit Sicherheit. Da kann ich nur appellieren, das auch letztendlich zu tun. Wobei wir da natürlich die Problematik haben, dass eine häusliche Gewalt in einer 1-zu-1-Situation stattfindet. Ja.
So, und wir oft bei Gerichtsverhandlungen dann oder im Rahmen der Tätigkeit der Gerichtshilfe, die wir auch machen, also ich jetzt in meinem Hauptberuf, das Problem haben, dass das nicht mehr ausgesagt wird nachher von der Frau. Ja. Und damit ist dann das Verfahren zu Ende. Insofern würde ich mal sagen, umso wichtiger ist es ja, dass man einen Rahmen schafft, der abseits einer justiziellen Verurteilung ist, damit die Täter da die Möglichkeit haben, das aufzuarbeiten und damit umzugehen, beziehungsweise gewaltfrei zu werden, als bei der Justiz eine Verurteilung befürchten zu müssen. Das hört sich erstmal widersprüchlich an, aber aus der Täterperspektive ist das natürlich eine ganz klare Kiste, dass er dann eher eine andere Offenheit hat, sich da mit seinen Probleme und Schwierigkeiten. Ja. Und ganz, ganz wichtig, und das möchte ich auch gerade sagen, weil es hier ein Stück ja auch Öffentlichkeit erreicht, es gibt keinen, also zumindest die bei uns sind, die neutralisieren, die verdrängen das, aber wir haben keinen einzigen Täter in der häuslichen Gewalt, dem das Spaß macht. Das machen die nicht aus Spaß. So, und das muss man ganz klar sagen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ich es nicht aus Spaß mache, wenn ich selber auch ein Stück weit drunter leide, ist es natürlich schön, wenn ich eine Hilfestellung angeboten bekomme, um das loszuwerden. Das wäre, wenn Sie Raucher sind und ich biete, sehen Sie, und Sie leiden unter dem Rauchersein und ich biete Ihnen, gut, aber Sie können es vielleicht unabhängig davon, ob es auf Sie zutrifft oder nicht, nachvollziehen und ich biete Ihnen ein Seminar an, das loszuwerden, ja. Ist das erstmal für Sie eine ganz wunderbare Sache. Ja, jetzt haben wir die Situation, die Sie beschrieben haben, nicht Aussagen, die kenne ich also hier von unserem Polizeibeamtinnen und Beamten, die werden gerufen oder kommen, genau. Sind dann in der Wohnung und wollen den Mann entfernen und dann holt die Frau das Nudelholz oder die Bratpfanne und geht auf die Beamten los. Also die Situation kennt man, weil dann ist auf einmal alles ganz anders. Jetzt ist aber, wenn die Polizei da war, der Gewalttäter ja auffällig geworden. Das heißt, die Polizei ermittelt sowieso, ob die Frau nun aussagt oder mit der Bratpfanne auf die Beamten losgeht, heißt, da könnten Sie präventiv jetzt. Nee, das werden wir. Das werden wir. Dann gibt der Polizist, wir sind ja auch mit der Polizei vernetzt, ja. Dann gibt der Polizist einen Flyer und sagt, wenn Sie schon nicht aussagen oder beziehungsweise bis zur Gerichtsverhandlung, händigt der einen Flyer von uns aus und sagen Sie, gehen Sie doch mal zu Traudisch Haunisch, das findet jetzt nächste Woche am Freitag statt. Ja. Sie brauchen dann nur vorbeizugehen und zu signalisieren, ich möchte was verändern. Ja. Und das finde ich genau, das ist genau das wirklich aus meiner Perspektive ein ganz wunderbares Angebot, nämlich eine sehr direkte Hilfe, eine sehr schnelle Hilfe aus der Notsituation heraus und damit auch eine Hilfe, welches relativ schnell weitere häusliche Gewalt verhindern kann. Und deshalb kann ich nur appellieren. Und da es auch ein Angebot ist, was im Gegensatz zum Anti-Aggressivitätstraining freiwillig und unverbindlich ist, kann ich nur appellieren, das gilt nicht nur für Täter, das gilt auch für Betroffene oder für Institutionen, wie auch immer, gucken Sie sich die Termine an, wir beraten Sie, kommen Sie vorbei. Wir machen vorher immer vor dem Termin, wir machen das 4 Stunden und vor dem Termin machen wir immer eine Beratung für alle, die vorbeikommen, eine offene Sprechstunde und dann fangen wir mit dem Behandlungsprogramm an. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Täter vorbeikommt oder ein Opfer vorbeikommt, kann der Täter, mit dem sprechen wir dann, was er verändern will, ob er dazu passt, ob er möchte, kann dann direkt da bleiben und macht das erste Mal mit. Okay. Genauso, wenn Opfer kommen, die wir auch beraten, an Beratungsstellen verweisen, etc. Aber jetzt haben wir die Situation, die Sie geschildert haben, das geht vor Gericht, weil es ja ein Offizialdelikt ist und die Staatsanwältin oder der Staatsanwalt sagt, wir müssen Zeichen setzen, also alle Fälle werden verhandelt. Die Zeugin sagt nicht mehr aus. 1:1-Situation haben Sie ja beschrieben. So, ja. Welche Möglichkeiten hat der Richter dann? Keine. Keine. Oder Richterin. Ne, die sagt dann du, aber... Es gibt davor noch diesen Schritt. Also zum einen nochmal zum Unterschied, trau dich, hau nicht.
der kann jederzeit in diese Gruppe einsteigen. Für das AAT muss man sich bewerben, muss ein sogenanntes Casting durchlaufen und die Trainer entscheiden, wen sie mitnehmen oder nicht. Ja. Motivation ist das Entscheidende. In Hessen, in Kassel, also Ihr Beispiel, das Sie genannt haben, häusliche Gewalt, die Polizei kommt dazu, Offizialdelikt, egal wie Sie aussagen, Offizialdelikt, das geht an die Staatsanwaltschaft. Alle Fälle der häuslichen Gewalt gehen dann an die Gerichtshilfe, das sind Sozialarbeiter, die, noch bei der Staatsanwaltschaft sind, die kommen ab Januar dann auch zu uns, zur Bewährungshilfe, die werden ambulanter sozialer Dienst, die bekommen die Akten auf dem Tisch mit dem Auftrag, mit beiden Parteien zu sprechen. Okay. Also dieser Schritt wird dann auch vorgeschaltet. Mhm. Und dann kommt dann wieder unser Angebot ins Spiel, dass die Kollegen von der Gerichtshilfe gucken, was passt, welche Hilfe brauchen die, damit das nicht wieder passiert, um auch hier wieder Opfer zu vermeiden. Und dann kommen halt unsere Angebote. Sie haben gesagt, kein Täter tut das gerne. Doch, kann man von ausgehen. Ja, aber er fühlt sich hinterher in der Regel meistens selber sehr schlecht, nehme ich mal an. Genau das. Und wenn jetzt in diesem Fall der zu Ihnen kommt und sagt, eins zu eins, also eins gegen eins und das Gericht stellt oder spricht frei in dem Fall, und er kommt dann zu Ihnen und sagt, ich bewerbe mich für ein, für die Traudi-Schaunisch-Gruppe in dem Fall. Oder für ein Training. Wir sind zwei. Wir machen es mal. Wir machen bei Ihrem Beispiel. Wir müssen es sauber trennen, sonst kommt der Zuschauer durcheinander. Der kommt dann zu uns und in die offene Sprechstunde. Am 16. und 17.12. ist die nächste im Treffpunkt in Korbach um 16 Uhr. Also wer kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Der kommt dann zu uns und dann sprechen wir mit demjenigen. Und fragen natürlich dann, warum er auf uns gekommen ist, wie er es und was er getan hat. So. Und wenn er dann Teile der Tat oder schildern kann, ohne dass das dann auch juristische Konsequenzen hat, dann können wir sagen, ja, wir arbeiten mit Ihnen. Sie haben gleich die Möglichkeit, hier zu bleiben. Die andere Gruppe ist schon da. Das ist geführt im Prinzip wie eine Selbsthilfegruppe unter fachlicher Anleitung. Okay. So muss man sich das vorstellen. Also vom Konstrukt her, aber mit fachlicher, also mit Methoden, Behandlungsprogramm, Training etc. So muss man, aber von den Zugangsvoraussetzungen muss man sich das so vorstellen. Und dann kommt er zu uns und dann arbeiten wir mit dem. Dann macht er, kann der ein Jahr lang, kann der dann regelmäßig zu uns kommen. Und das sind 27 Treffen, vier Stunden im Jahr, unterschiedlich aufgeteilt. Ja. Genau, und dann durchläuft er das Programm und wenn er was Offizielles braucht für die Gerichtshilfe, fürs Jugendamt oder für die Justiz. Zum Beispiel, weil das Jugendamt ja auch noch damit nicht, wenn genau, Kinder dabei sind. Richtig, genau, damit man die Kinder wiederbekommt, dass sie sagen, sie müssen oder Umgangsrecht, so fängt das schon richtig, mal an. Genau. Umgangsrecht, sehr gut gesagt, richtig, genau. Dann können wir das zertifizieren und sagen, der hat hier ein Jahr lang bei der Gruppe Traudi-Schaunisch mitgemacht und zertifizieren das, wobei wir auch Männer haben und das ist fast 50-50, die sagen, ich möchte nicht mehr, dass das so weitergeht oder wo die Frauen denen die Pistole auf die Brust setzen und sagen, mein Freund, wenn du nichts machst, dann trenne ich mich von dir, dann musst du hier dieses Haus verlassen, also ein mega Leidensdruck. Und dann sagt, okay, jetzt verändere ich mich oder versuche mich zu verändern. Jetzt haben wir eine Form von Gewalt, die es vor 5-6 Jahren überhaupt nicht gab. Das ist die verbale, visuelle Gewalt im Internet, soziale Medien, wo man dann aus irgendwelchen Gründen, aus verletzter Stolz oder Gott weiß was, also angefangen von der Beleidigung bis hin zu Posten von intimen Fotos oder Bestellen auf falsche Adressen, also und so weiter. Das ist auch eine Form der Gewalt. Absolut, ne? Natürlich, ganz klar. Den Partner oder die Partnerin dermaßen unter Druck oder Zwang oder was immer. Absolut. Wie man das nennt. Wie geht man dagegen vor? Aus einer Anzeige jetzt bei der Polizei. Anzeige machen, es öffentlich machen,
Es gibt Rechtsanwälte, die recherchieren dann im Bereich, wer hat das gepostet, etc. etc. Aber im Prinzip, wie andere Delikte auch, ist zur Anzeige zu bringen. Aber es ist auch eine Form von Aggressivität, weil das natürlich, schon wieder übersteigert ist. Natürlich, das ist hochaggressiv. Ich denke, da geht es aber auch darum, in welchem Training jetzt auch immer, das wäre sicherlich mehr was in Richtung häusliche Gewalt, weil es ja auch eine Form von Gewalt ist, dass die fühlen und sich in die Situation für die Opfer setzen können. Dass, ja. dass die überhaupt erkennen, dass es auch da Opfer gibt und eine Empathie für entwickeln. Ja. Und das ist dann auch eine Aufgabe von dem Trau dich auch nicht. Wir hatten über die psychische Gewalt gesprochen. Ja. Das ist natürlich bei manchen der Kontrollzwang extrem. Das heißt also vom Handy über Computer oder Briefe. Du meinst jetzt also, dass ich den Partner kontrolliere? Ja. Auch diese Form von Gewalt. Ich sag mal, wenn einer die Briefe aufmacht, dann hat er eigentlich schon mal eine Straftat begangen. Absolut. Vermeldegeheimnis verletzt. Ich finde das schwierig für die Leute, damit umzugehen. Also jetzt für die Betroffenen zu sagen, ja, an wen soll ich mich wenden? Mein Partner kontrolliert also dreimal am Tag mein Handy und mit wem ich telefoniere und öffnet meine Post und ein eigenes Konto darf ich nicht haben. Das ist also wie vor 1970. Wie geht man damit um? Tatsächlich, am 16., 17., 12. um 16 Uhr da sind. Ich sehe das genauso wie Sie, deshalb sage ich das jetzt nochmal. Muss das auch gar nicht abgrenzen zu einer anderen Gewalt. Für mich ist das Gewalt auf Augenhöhe mit einer verbalen Gewalt, mit einer psychischen Gewalt, mit einer körperlichen Gewalt, in allen Abstufungen. Ja. Ich habe natürlich auch körperliche Gewalt, die bei einer Ohrfeige anfängt oder bei einem Femizid aufhört, so. Aber für uns... Das blaue Auge sieht man, die Schramme auf der Seele sieht man nicht. Und das will ich gar nicht so, oder das differenzieren, das will ich auch nicht differenzieren. Ja. Da ist das, Gewalt ist da, wo ich den anderen bewusst psychologisch oder physiologisch, psychisch, und das ist eine psychische Verletzung letztendlich, verletze. Und brauche ich in der Arbeit gar nicht zu differenzieren. Und das ist ja auch das Entscheidende. Wenn ich in der Arbeit nicht differenziere, differenziere ich auch nicht mit den Leuten, die bei mir sind. Das heißt, derjenige, der die körperliche Gewalt ausübt, kriegt dann bei uns mit, dass der Gewalttäter auch derjenige ist, der psychische Gewalt ausübt oder der seine Frau oder sein Partner, kann ja auch schwul sein, ist egal, übermäßig oder überhaupt kontrolliert. Und das muss ich gar nicht unterscheiden. Das bringt uns auch in der Sache nicht weiter. Jetzt ist das, und ich steige es auch raus, wenn Sie es nicht wollen. Ein differenzielles Thema ist natürlich, wir haben Bevölkerungsgruppen, die eine andere Einstellung zur Partnerschaft haben, um das mal so vorsichtig auszudrücken. Oft sind die auch sprachlich nicht zu erreichen. Das ist schwierig. Die Dunkelziffer in dem Bereich ist relativ hoch, was häusliche Gewalt betrifft. Wie will man die erreichen? Gibt es mehrsprachige Flyer? Das bringt mir ja nichts. Wenn ich einen mehrsprachigen Flyer habe und er kommt, da kann ich nichts mit ihm anfangen. Naja, aber vielleicht die Frau zu erreichen und zu sagen, hier, da kannst du mal hingehen. Ja, aber auch da haben wir letztendlich Sprachprobleme. Ich glaube, dafür gibt es zumindest, das weiß ich jetzt hier bei uns, genau, Frauenberatungsstellen, das ist dann, das kann ja nicht mehr, wir brauchen im Prinzip drei fundamentale Grundvoraussetzungen. Das ist einmal, dass einer gewalttätig war oder ist. Dann brauchen wir die Einsicht, dass er es ist. Und dann brauchen wir die sprachlichen Voraussetzungen möglicherweise. Der muss also ein Minimum an sprachlichen Voraussetzungen haben, sonst ist es halt, das ist unser Werkzeug.
die Menschen übers Herz zu erreichen. Das machen wir mit der Sprache, aber auch mit Rollenspielen, mit anderen Thematiken, ja, mit und so weiter. Also mit vielen Methoden. Sie haben eben so einen schönen Satz gesagt, dass Sie brauchen die Einsicht des Gewalttäters. Ich sag das jetzt mal so. Und wenn er nicht einsichtig ist? Dann kann er nicht mitmachen. Ich vergleiche das immer, und das ist so eine Art Paradigmenverschiebung in der Pädagogik. Früher ist man hingegangen, ach komm, sag doch bitte, dass du gewalttätig, ich kann dir helfen. Ich helfe dir wirklich, dann sag es mir doch bitte. Wir brauchen eine Einsicht in die Gewalttätigkeit, die kann ruhig minimal sein. Wir werden das schon ihn motivieren oder dazu bringen, dass er sich da mehr öffnet und noch mehr zugibt. Aber das ist für uns die Grundvoraussetzung, dass einer, ich vergleiche das, und das fragen unsere Leute uns ja auch, ich vergleiche das immer, ich gehe ja auch nicht zum Chirurgen, zeige mein Bein und sage, können Sie das bitte operieren, und dann sagt er, das ist doch in Ordnung, ja, ich möchte es aber trotzdem operiert haben. Ja. Was soll der arme Mann jetzt mit dem machen? Und wir sagen, es tut uns leid, wenn Sie kein Problem haben, müssen Sie gehen. Was sollen wir mit Ihnen anfangen? Da sind wir nicht mehr zuständig. Um dann nochmal so auf unseren Anfang zu kommen, ja, von den Gewalttätern, die also eine Bewährung zu erwarten hätten, wenn sie bereit wären, zu dieser Therapie. Das ist für mich ist das ja eine Therapie. Ist eine Therapie. Und dann aber am ersten Tag sagen, ich habe kein Problem, ich will da nicht mitmachen. Das heißt, der verliert seine Bewährung. Genau. Also unter Bewährung stehen die dann bei den Bewährungshelfern, aber nicht bei den AAT-Trainern. Ja. Ne? Und das heißt, wenn sie die Auflage haben, an dem AAT teilzunehmen und sie sagen, ich sitze hier nur, weil ich die Auflage habe, dann reicht euch diese Motivation nicht. Ja, dann, das meine ich. Das heißt, dann, sagen, also, tut mir leid. Nein, dann reicht beim Bewährungshelfer, der will nicht. Ja, dann bekommen wir die Rückmeldung. Die müssen auch zum Beispiel unterschreiben, dass die Trainer mit uns zusammenarbeiten, dass die uns Rückmeldung bekommen. Und wenn er da nicht bereit ist, daran zu arbeiten, dann kann er an dem AAT nicht teilnehmen. Und dann geht er im Zweifelsfall ins Gefängnis, dann wird die Bewährung widerrufen, weil er diese Auflage nicht erfüllt. Ja, okay. Wir sprechen davon Verantwortungsübernahme. Ja. Das war eigentlich wichtig zu sagen, also dass der vor Gericht eventuell sagt, mache ich gerne. Genau. Und im Hinterkopf schon hat, ja, red du nur. Genau. Ja. Ich gehe einmal hin und dann sage ich, eigentlich will ich gar nicht hier sein. Oder Sie als Trainer merken, eigentlich versucht er nur. Noch viel mehr sogar. Ich kann da sogar noch eins draufsetzen. Also, wenn wir die Leute zertifizieren am Schluss, wir machen die Zertifikatsübergabe, und dann kann man natürlich ganz offener miteinander reden, was denn eine frühere Motivation, als er angefangen hat, angeht. So. Ja. Das sagen wir fast alle. Also es ist echt eher die Ausnahme. Wir haben hier angefangen und sind eigentlich davon ausgegangen, sie über den Tisch zu ziehen und das hier abzusitzen, und danach kriege ich mein Zertifikat und das war es dann für mich. So. Und ich muss nicht einfahren. Das ist tatsächlich so. Da sind wir auch drauf eingestellt. Haben wir die Ausbildung, machen wir es jetzt seit 14, 15 Jahren, ich weiß es nicht. Also den Verein gibt es seit 20 Jahren. Naja, wir machen es noch nicht so lange, wie es den Verein gibt, aber seit 14, 15 Jahren haben wir x hunderte Gewalttäter therapiert, zum einen, das ist also, dass wir schon auch sehr starken Fokus drauf haben und sehr sensible Antennen und Erfahrungswerte haben, ob das einer macht für die Auflage oder weil er sich verändern will, und dann kommt noch die Gruppe dazu. Wir haben dann 12 Experten, 12 Gewaltexperten da sitzen, und der eine will denen vormachen, dass er sich verändern will. Das merken die sehr, 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 sehr schnell. Und die sind schneller dabei zu sagen, Herr Mungen oder Frau Stevens, mit dem wollen wir nicht zusammenarbeiten. Ich öffne hier mein Innerstes, ich erzähle von Dingen, mit denen ich noch mit keinem auf der Welt darüber gesprochen habe. Und da sitzt so einer dabei und meint, er könnte das hier ausnutzen. Ich arbeite nicht mehr weiter, oder ich kann hier nicht mehr mit Ihnen arbeiten, solange der noch da ist. Also sehen Sie, haben ein ganz, ganz dichtes Geflecht. Also ich
so retrospektiv von den Hunderten, die wir therapiert haben, ist wirklich, wo ich denke, bei einem, das, aber der ist mir heute, das war vor Jahren in Köln gewesen, der ist mir heute noch im Kopf, wo ich denke, ich weiß es nicht, ob das so richtig war. Das war damals schon, aber das ist ein ganz enges Netz, da muss man schon, ne, mit so viel Wasser kann man gar nicht gewaschen sein, glaube ich. Und dieser eine, der nicht bereit ist, sich zu öffnen, der das nur so absitzen will, der muss dann gehen oder er muss sich öffnen? Ja, das sind die zwei Möglichkeiten. Ja. Genau, gut, dass das noch ergänzt. Wir haben im Prinzip, also nicht bei der häuslichen, wir müssen es echt differenzieren, ja, nicht bei traulich, schaulich, sondern bei den AATs. Ja, ja, wir fangen mit 10 bis 12 Leuten an. Ja. Und wenn es gut läuft, zertifizieren wir die Hälfte. Ja. Und der Rest muss vorher ausscheiden, weil er sich nicht öffnet, weil er nicht bereit ist, weil er nicht mitmacht, weil wir sagen, tut uns leid, es reicht nicht aus. Und da sieht man auch, wie ernst wir das mit dem Opferschutz nehmen. Ja. Wir haben Leute von, wie viel haben wir beim ATM, auch ungefähr 100 Stunden, die haben wir in den letzten 2-3 Stunden vor die Tür gesetzt, wir zertifizieren sie leider nicht, die haben wir über mehrere Jahre in den Knast geschickt. Das heißt, die werden dann nicht alle, die eine Art genommen. Und dann tut uns leid, auch in so einer Situation, dann müssen jetzt leider in die JVA gehen, der hat trotzdem Wasser gehört, der hat mit dem Kopf gegen die Wand gehört, also tut uns leid, aber unsere Perspektive ist das Opfer, wobei ich dazu auch sagen muss, was ganz wichtig ist, wir brauchen eine Beziehung zu den Tätern, die müssen uns vertrauen, wir müssen den Tätern vertrauen, das findet also nicht alles konfrontativ statt. Das ist auch Beziehungsarbeit und wo wir gucken, auch eine sehr einfühlsame Tätigkeit unsererseits, was ganz wichtig ist, aber auch konfrontativ, ja, weil die Dinge, die wir mit vielen Tätern methodisch veranstalten, sage ich jetzt mal, wenn ich das im freien Raum am Marktplatz machen würde oder an der Theke, dann würde ich jetzt hier nicht mehr sitzen. Wenn Sie sagen, von mal eben als beispielsweise von 12, 6, die... War ein Beispiel tatsächlich. War ein Beispiel, das genau. Ding auch so. Das heißt, 6 werden zertifiziert. Mhm. Trotzdem ist wie bei je allen, ob geschäftlich oder juristisch, immer auch eine gewisse Rückfallquote da. Das heißt, eine 100%ige Erfolgschance gibt es eigentlich nirgendwo. Wie ist es bei Ihnen in diesem Anti-Aggressivitätstraining? Wie ist es generell bei therapierten Gewalttätern? Wie hoch ist die Rückfallquote? Also, aus Ihrer Erfahrung. Also unser AT wurde evaluiert. Genau. Und daraus hat sich ergeben, dass die Rückfallquote sehr gering war? Ja, die war sehr gering. 10%? Kann sein, ja, ja. Ja. Also ich kann mich in all den Jahren an 2 erinnern, die nochmal mit einem Gewaltdelikt aufgefallen sind von über 100. Ja, mindestens. Wir haben ja nicht mehr gezählt irgendwann. Ja. Wir machen das, ja, kann man ja ungefähr, ja, müssen über 100 sein. Ja. Wir machen das jetzt seit 14, 15 Jahren. Jetzt sind jeweils immer 10 bis 12 Täter. Da kann man es hochrechnen, einmal im Jahr kann man hochrechnen. Das ist die eine Geschichte. Dann muss man natürlich einschränkend sagen, so eine Evaluation war jetzt keine Massenevaluation, sondern das war so in unserem möglichen Rahmen, muss man ganz klar sagen. Und zu den anderen Tätern ist natürlich, das wird natürlich nachher, gut, von den Kollegen wird es noch kontrolliert, aber die Erfassung hört ja im Prinzip dabei auf, wobei für mich ganz wichtig ist zu sagen, ich weiß nicht, kennen Sie den Kriminologen Pfeiffer? Das ist einer der Christian Pfeiffer, das ist einer der bedeutendsten Kriminologen, die wir haben. Also der ist der Kriminologenpapst in Deutschland. Und der sagt, und das finde ich absolut nachvollziehbar, dass auch die nicht nur die Abnahme der Qualität der Gewalt, also dass wir Gewalttäter therapieren, die dann nachher friedlich sind, was tatsächlich, sage ich jetzt mal, schätze ich jetzt mal zu 5/6 der Fall ist, aber
auch die Qualität der Gewalt. Das heißt, das mag sich jetzt ein bisschen despektierlich anhören, aber man muss es, glaube ich, aus der sachlichen Perspektive so sehen. Derjenige, der früher noch misshandelt hat in der Situation und ja bis hin zu Tötungsdelikten, bis zu schwersten, brutalsten Gewalttaten, und es ist heute eine Ohrfeige, und ich sage ganz bewusst nicht nur eine Ohrfeige, weil das auch Gewalt ist, aber da ist die Behandlung und die Therapie erfolgreich, weil es jetzt eine Ohrfeige ist und vorher brutalste Gewalttaten ist. Und da hat das Opfer mit Sicherheit auch ganz viel von. Es ist nicht gewaltfrei, aber und bei diesem intensiven Programm, was wir anbieten, das ist wirklich höchst intensiv, nimmt die Qualität der Gewalt ab. Das ist sicher wie das Amen in der Kirche, weil ansonsten... Die Quantität vom Ja, das sowieso. Das war jetzt die Gruppe, die gar nicht mehr schlägt oder gar keine Gewalt. Nein, ich meine jetzt von dem einzelnen Täter. Also das nicht mehr jeden Tag, sondern... Nein, gar nicht mehr. Wir reden jetzt von gar nicht mehr bis hin zu bei denen, wo ich sage, das Ziel ist... Ablehnung jeglicher Gewalt. Ja. Das ist das Therapieziel. Und dann wollen die Täter natürlich auch mit uns in Diskussionen steigen. Ja, aber wenn einer kommt, dann muss ich mich doch wehren. Oder mein Kind angegriffen. Oder mein Kind, so. Das Übliche, was man dann kennt. So. Und dann machen wir den relativ schnell klar, wir arbeiten unter 100%iger Ablehnung jeglicher Gewalt. So, und bis sie das, und wenn sie das nicht verstehen, ist das auch wieder ein Kriterium zu sagen, okay, dann müssen sie leider, können wir nicht mehr mit ihnen arbeiten. Dann sind sie auch letztendlich in der falschen Gruppe. Wir können ja schlecht sagen, ja, so ein bisschen Gewalt ist in Ordnung. Ja. Aber, und dann fangen wir an, zu verhandeln. Wir fangen an zu verhandeln. Und gut, dass du das jetzt sagst. Wir fangen in der häusliche Gewaltgruppe anfangen zu verhandeln. So muss man es ja sagen. Wir hatten jetzt einen Teilnehmer, der nicht davon abzubringen war, dass ein kleiner Klaps auf den Po bei dem Kind in Ordnung ist. Nein, es ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung. Und solange, wenn er diese Position über einen langen Zeitraum vertritt bei uns in der Gruppe, müssen wir irgendwann sagen, nein, das ist nicht in Ordnung, da sind Sie bei uns auch falsch. Ist dann müssen wir auch eine Straftat, ist ja nicht mehr so wie müssen, früher, dass die körperliche Züchtigung von Kindern... Ja, in dem Fall hat er darüber geredet, hat, und das wird natürlich immer weniger, das Kind hat eine Windel an und dann haut man so kurz. So, ja, nein. Okay. Und wenn er diese Position meint, er müsste die weiter vertreten, dann ist er bei uns falsch. Das ist das Gleiche, als wenn ich in eine Gruppe von anonymen Alkoholikern gehe und sage... Ein Bier täglich geht. oder einmal ein Bier im Monat ist in Ordnung. Nein, es ist nicht in Ordnung. Und da müssen wir uns klar abgrenzen. Und da ist eine ganz klare Position. Aber was Sie gesagt haben, ist natürlich auch so ein schöner Hinweis. Der trockene Alkoholiker, wenn er einmal wieder an Alkohol kommt, ist seine Trockenheit weg. Dann ist er sofort wieder. Genau. Ach, wie ist das mit Gewalttätern? Wenn er einmal, jetzt sage ich mal ganz bewusst, ihm die Hand ausrutscht, weil sie gesagt haben, Ohrfeige, kommt dann das große Jammern, Erwachen oder das in sich gehen und sagen, Scheiße, das wollte ich eigentlich gar nicht und ich will das nicht mehr. Die wollen das nie. Das ist ja das Erstaunliche. Retrospektiv, also nie, es ist selten, zumindest die Menschen oder Gewalttäter, die bei uns landen, das ist echt die Minderheit, die zu uns kommen und sagen,
ich will das eigentlich so. Das ist wirklich eine absolute Minderheit, wo die Gewalttäter auch daraus ableiten, dass sie gar keine Gewalttäter sind. Indem sie nämlich sagen, Herr Mungen, ich bin eigentlich gar kein Gewalttäter. Weil die haben eine Vorstellung von Gewalttätern im Kopf, der morgens rausgeht und den nächsten einen auf die Mappe haut. Das sind für die Gewalttäter. Aber nur, um sich abzugrenzen, um ihre eigenen Taten zu neutralisieren. Ja. So. Und dann sage ich denen auch... Das ist so eine Selbstverleugnung. Und dann, genau. Ich liebe ja den Yorkshire und den fütter ich regelmäßig und den Hamster und Kaninchen. Moment, da würde ich nie was antun können. Im Gegenteil, ist das so ein bisschen selbstverleugnend? Wir sprechen da von Neutralisierungstechnik. Ja, also gut. Das wäre aber das Interessante. So Selbstverleugnung zu sagen, genau. Ich bin nicht ein guter Mensch. Genau, Neutralisierungstechnik. Ja. Ich neutralisiere meine Tat, richtig, ja. Genau. Und denen sagen wir auch, da sind sie vollkommen am falschen Dampfer. So Täter gibt es relativ selten. Und selbst wenn sie nur eine Gewalttat ausüben, und sie haben auch nur eine Gewalttat, im schlechtesten Fall hat das so schlimme Auswirkungen, dass es im Prinzip auch egal ist, ob sie eine oder 10 gemacht haben. Eine Gewalttat kann immer die letzte sein. Ja. Zum Beispiel den wenigsten Gewalttätern ist es bewusst, was sie dann auch medizinisch bei uns lernen, dass ein gebrochenes Nasenbein, ohne dass einer auf die Bordkante, dann kommt das klassische Beispiel, der fällt dann auf die Bordkante, fällt hin und dann fällt er unglücklich. Muss gar nicht sein. Ein gebrochenes Nasenbein reicht aus, um einen zu töten. Das heißt, das Nasenbein ist gebrochen, das Blut steigt in den Kopf, das Blut kann hier nicht mehr raus. Ja. Und wenn das innerhalb von anderthalb oder 2 Stunden oben nicht aufgebohrt wird, damit das Blut abfließen kann, stirbt der Mensch da dran. Ja. Und er stirbt da dran, ohne dass ich es mitkriege. Ich stehe mit einem, der ein gebrochenes Nasenbein hat, und plötzlich kippt er um. Der hat sich noch normal verhalten, das Blut drängt das Gehirn weg und plötzlich kippt er um. Naja, was ich natürlich nie weiß, wenn ich Gewalttäter bin und... bei der eigenen Partner weiß ich vielleicht, aber bei Fremden nie weiß, hat der einen Herzschrittmacher, kommt der gerade von der Therapie mit einem Schlaganfall oder ist er unter Medikamenten mit Krebs? Das kommt noch dazu. Ja, hat er Thrombosen, das heißt, jedes Hämatom ist bei ihm quasi schon. Kann schon tödlich sein. Das zumindest das Embolie-Urteil, das weiß ich ja nie. Ich gehe mal davon aus, dass ich ein Gewalttäter auch keine Gedanken drüber macht. Und auch da habt ihr ja auch eine Einheit so mit einem Mediziner. Wir haben Mediziner aus der Forensik da, beziehungsweise Rettungssanitäter. Dann haben wir unterschiedlich, wir machen ja Gerichtsmediziner dabei, die auch Pathologen, die auch erklären, wie sie Opfer oder getötete Menschen nachher am Seziertisch haben, ja, ja. Und gucken nach der Todesursache zu suchen und die dann auch, das ist ein ganz, aus ganz vielen mannigfaltigen machen wir einen Angriff auf die Aggressivität der Leute. Ja, aber wie gesagt, als Täter weiß ich ja nicht, genau. wenn ich einen Fremden vor mir habe, absolut. Was hat er für körperliche Gebrechen oder... Wie gefährlich ist es für ihn, ne? Ja, absolut. Wie gefährlich ist es für ihn, wie bedrohlich? Jetzt kostet das ganze Geld und nicht wenig, denn wenn ich die Stundenzahl höre, auch wenn es ehrenamtlich ist, irgendwie muss das finanziert werden. Nein, ehrenamtlich macht, also die... Ich mache das ehrenamtlich als Vorsitzender von dem Verein Kiste. Aber die Trainer haben eine eigene Firma. Genau, Attacke. Und Kiste kauft die Trainer ein. Ja, aber Sie müssen, die Kiste muss das irgendwie wir finanzieren. Wir leben ausschließlich von Geldbußen. Geldbußen, die wir von den Gerichten bekommen, weil die Gerichte halt auch die Arbeit zu schätzen wissen und uns auch per Auflage diese Leute häufig zuweisen. Okay. Die stehen also in den Beschlüssen, steht drin, hat ein Anti-Aggressivitätstraining beim Verein Kiste zu absolvieren. Ja. Und dann sagen wir, wenn Sie das möchten, dann bitten wir auch um Geldbußen, um das finanzieren zu können. Mhm. Und dann bekommen wir auch die Geldbußen, um das wirklich damit bezahlen zu können. Weil das... ich sag mal, ohne Geld läuft ja nun gar nichts, auch kein Ehrenamt mehr in Deutschland. Und das ist ja nicht unwichtig, sowas. Und
Ja, aber das sind nicht nur die Geldbußen von Gewalttätern, sondern ein Amtsrichter sagt, okay, ich verurteile Sie zu 2000 Euro und das geht dann zugunsten der Kiste e.V. oder Krebskinderhilfe und was es alle gibt. Das ist bei dem AAT auch hier wieder der Unterschied und bei Trau nicht, hau nicht, ist es ein Projekt, was mit viel Geld auch über das hessische Justizministerium bezuschusst wird. Und da ist es halt auch wichtig, dass wir Trainer eingekauft haben, die dieses Zertifikat haben. Nämlich nur dann, wenn sie nach diesen anerkannten Standards arbeiten, bekommen wir das Geld. Okay. Jetzt kommen Sie ja aus NRW. Muss man unschwer am Dialekt hören. Aber die Trainings finden hier statt, ne? Genau. Wir haben irgendwann mal sind die Kontakte hierzu gekommen und wir arbeiten konstruktiv halt, also ganz banal gesagt, du fandest unsere Arbeit gut, ich fand die Arbeit der Kiste auch großartig, weil die Kiste und gerade die Frau Engelhardt unsere Arbeit auch zu schätzen weiß. Mhm. Und ich habe in Köln mal für einen Verein gearbeitet. Der hat das gar nicht so oder der stand nicht so hinter uns, sondern der war so kritisch und er konnte alles nicht nachvollziehen und das haben wir dann nachher nicht mehr gemacht. Ich glaube, da hat sich echt eine ganz wunderbare Liaison aufgetan. Der ist tatsächlich so. Jetzt wollte ich aber trotzdem nochmal die Bewährungshilfe fragen in Toto. Wie hilfreich ist dann so eine Zusammenarbeit mit den Anti-Aggressivitätstrainern mit dem Verein, aber auch mit wie jetzt hier Kiste oder Hau zu oder auch mit dem Frauenbüro in Frankenberg für die Bewährungshilfe dann. Macht das Ihre Arbeit leichter? Das macht unsere Arbeit erheblich leichter, weil wir nämlich damit ein Angebot haben, nach den Ursachen der Straftaten zu gucken. Das ist ja Teil unserer Arbeit, dass wir gucken, was ist die Ursache der Straftaten. Und wenn die Aggressivität eine Ursache der Straftaten ist, müssen wir ja gucken, wie kann daran gearbeitet werden. Und da hatten wir bis zu diesem Angebot keine Möglichkeit, damit umzugehen. Und deshalb sind wir sehr froh, dass wir diese Möglichkeit haben, über die Kiste die Leute in das AAT zu vermitteln, beziehungsweise auch dem Gericht einen Vorschlag machen zu können. Ja. Wir werden ja häufig in den Verhandlungen dazu gehört, welche Vorschläge haben Sie für die Auflagen und Weisungen in den Bewährungsbeschluss. Ja. Und dann ist es uns sehr wichtig, dass wir diese Möglichkeit haben, einen solchen Vorschlag machen zu können. Ja. Nun hat jeder Gewalttäter eine Geschichte. Hat Sie, glaube ich, vorhin mal so kurz gesagt. Genau. Und so laienhaft, sag ich jetzt mal, weil man das immer wieder hört, aus prügelnden Vätern oder prügelnde Väter erzeugen prügelnde Söhne, weil die nichts anderes kennen, häusliche Gewalt zu Hause. Wird die Familie, wenn so ein Training läuft, wenn Kiste und die Gesprächsrunden hier hau zu, wird da möglichst versucht... Trau nicht, hau nicht zu. Dass man möglichst auch versucht, Familie mit einzubeziehen, weil oft sind ja auch nicht nur die Frauen die Opfer und die Kinder sind dann hochgradig traumatisiert. Ne? Absolut. Ja, sehr oft und sehr häufig. Jetzt bei der Gruppe Trau dich, hau nicht machen, haben wir regelmäßig Gespräche auch mit den Frauen. Und zwar da im Hinblick darauf, ob sie auch Veränderungen merken, ob sie Veränderungen spüren, wo sie das sehen, wo noch Probleme sind. Das zum einen, bis hin zu, dass wir uns tatsächlich auch Zeit nehmen, lediglich mit dem Paar zu arbeiten. Dass wir sagen, wir machen jetzt mal eine Einheit nur mit dem Paar, mit Mann, Frau und gucken auch mal da, was sich da verändert hat durch unsere Arbeit. Aber wir versuchen insbesondere, die Kinder wären nicht seriös. Das ist nicht unsere Aufgabe. Da würde ich Kinder für instrumentalisiert halten, wenn wir Kinder in die Arbeit bringen. Gut, aber ich weiß, von unserem Kreis kann ich sagen, dass da oftmals sehr schnell und gut reagiert wird, dass die Kinder dann temporär zumindest in eine Tagespflege oder in Pflegefamilie kommen. Absolut. Und da nehme ich mal an, Sie arbeiten auch mit dem Jugendamt zusammen.
Aber das ist jetzt wieder das andere. Ich meine jetzt das konkrete Arbeit mit dem Menschen. Ja. Dass wir natürlich Maßnahmen ergreifen. Ich meine, das ist so selbstverständlich, dass man es gar nicht sagen braucht. Dass wir Maßnahmen ergreifen, wenn wir merken, dass Kinder misshandelt werden. Das mache ich ja schon als Normalbürger, geschweige denn in dieser Situation. Das ist selbstverständlich. Ja. Ich meine jetzt nur in der direkten Arbeit. Ja, in der direkten, gut, da ist das den Kindern natürlich was Spezielles. Genau. Da brauchen spezielle. Genau, in der Arbeit, aber in der direkten Arbeit, im Gespräch, in der Beratung, in der Behandlung arbeiten wir mit den Frauen und den Männern zusammen, wo wir jetzt zum Beispiel am 17.12. machen wir mit allen Männern und allen Frauen zusammen eine Weihnachtsfeier. Ja. Das laden wir alle ein und dann können die alle Partner mitkommen, dann machen wir zusammen eine Weihnachtsfeier. Mhm. Aber es ist ja so, dass dieses Trau dich hau nicht besteht ja aus zwei Teilen. Das eine ist die Beratung, die vorgeschaltet ist. Genau. Und das eigentliche Gruppenangebot, was dann im Anschluss kommt. Ja. Dazwischen, da liegen ja 2 Wochen, 3 Wochen, je nachdem, wie sind die Trainer telefonisch auch erreichbar. Ja. Das heißt, die Täter als auch die Opfer, die Frauen, die Familien, können den Kontakt dann auch während dieser Zwischenzeit zu den Trainern halten. Das ist ganz wichtig zu sagen. Ja, ja, genau. Also wenn es eine Krisensituation gibt, haben die Möglichkeit, uns anzurufen, dass wir sogar da auch in der Krisensituation oder und wenn die lange bei uns waren, spüren die ja, wann gibt es eine Krisensituation. Und dann rufen die uns, im Prinzip, wenn wir das Beispiel nehmen, wie der trockene Alkoholiker, der gerade geneigt ist, hier wird es gefährlich, ich hole mir jetzt mal Hilfe. Und das Angebot haben wir auch, um tatsächlich dann auch häusliche Gewaltdelikte zu verhindern. Jetzt haben wir hier im Kreis ein Frauenhaus, das chronisch überlastet ist, wie alle Frauenhäuser in Deutschland. Stehen doch, obwohl, also in den Frauenhäusern das ja so ist, dass nicht die Frauen aus Waldeck-Frankenberg hier sind, sondern vielleicht aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Oberbayern. Trotzdem stehen da die Männer ab und zu mal vor der Tür. Arbeiten Sie dann auch mit den Frauenhäusern zusammen? Jetzt, da sind Männer nicht so ganz gerne gesehen in den Frauenhäusern. Wir gehen nicht von uns aus auf die Frauenhäuser zu, aber wenn die Kollegen aus den Frauenhäusern auf uns zukommen, weil sie sich von uns Hilfe, Unterstützung erwarten, dann natürlich auch. Ja. Und wir arbeiten mit denen zusammen in Form von diesen Arbeitskreisen, zum Beispiel häusliche Gewalt. Ne? Häusliche Gewalt, ja, dann ist ja auch der runde Tisch Waldeck-Frankenberg. Ja. Genau, Frauenbüro. Vom Frauenbüro, genau. Wo also ganz viele Organisationen, unter anderem auch die Polizei und Familiengericht und so weiter. Staatsanwaltschaft ist da drin. Da haben wir unsere Arbeit auch schon, sogar schon zweimal vorgestellt. Ja. Genau. Anbieter Attacke ist wo? Überall, wo wir gebraucht werden. Nee, also der Sitz ist in Köln. Ja, ja, gut. Aber das ist im Prinzip dadurch, dass wir das Modell haben, dass wir die zum Beispiel die Anti-Aggressivitätstraining in Form von Wochenende haben. Ja, mir ging es eigentlich darum, wenn ich jetzt, ist ja nicht nur das Video, ich schreibe ja auch noch einen Artikel dazu. Ach so, okay. Und dann macht sich's immer ganz gut, wenn ich www.attack, dann kriegen sie eben nicht Attacke, sondern... Ja, mit 2 Jahren, nicht vergessen. Nee, klar, wir haben unseren Sitz in Köln, ja. Was aber für unsere Arbeit jetzt gar nicht, sehen Sie, wir machen auch noch Tests. Ist ja wurscht, ne? Aber genau, wir haben eine Homepage. Ja, ja, genau. Die heißt wie? Attacke.de, also www.attacke.de. Ja. AAT, das ist... Schreibt hier auf. Da steht es drauf auf der Rückseite. Das ist ein Wortspiel, das mit 2a, also ein Anti-Aggressivitätstraining, Attacke. Genau. Okay. Ich schreibe es aber dann, weil ich dann im Artikel den Link auf die Seite setze. Ja, genau, das ist gut. Aber. Also, wir haben als Kiste Attacke eingekauft, ne? Ja. Beziehungsweise in Kassel ist es Respekt e.V., die haben wir da eingekauft, die bieten da ein AT an. Respekt mit K, ne? Oder C? Respekt mit K. Ja, muss man immer mal fragen. Ja, ich meine auch. E.V. und hier ist es Kiste. Kiste e.V. Ja, aber Kiste e.V. kauft Respekt e.V. und Attacke ein. Ja, es geht ja darum, dass man die
zum Beispiel die Vereine bekannt macht wie Kiste und Respekt, dass man vielleicht auch den einen oder anderen dazu überredet, mal 20 Euro zu spenden, ja, die sie gerne nehmen. Aber dann, wir sind ja keine e.V., wir machen das. Nein, ich rede nicht von der Tag, von der Kiste, das ist ganz wichtig. So ja, das haben wir ein Problem. Das von der Kiste, dass man da als eben durchaus auch gerne finanzielle Zuwendungen annimmt, nicht nur die Bußgelder oder Rotarier haben wir uns auch schon mal unterstützt. Ne? Ja, die Lions machen sowas auch immer gerne, also mal bewerben da für den Förderpreis, weil ich bin der Meinung, wir kommen jetzt so langsam zum Schluss, weil wir eine gute Stunde drauf haben. Ja. Ich werde auch nichts schneiden, also das ist so locker gelaufen, das finde ich gut. Ich werde das höchstens vielleicht auf zwei oder dreimal aufteilen, weil eine Stunde am Stück guckt kein Mensch. Ja, das ist richtig, das habe ich mir auch gedacht. Ja, ja, genau. Macht Sinn. Und werde dann entsprechenden Artikel zuschreiben. Aber Frau Engelhardt weiß es eigentlich schon ganz wichtig, dass grundsätzlich die häusliche Gewalt mehr in die Öffentlichkeit kommt, ja, auf jeden Fall. Um eben auch Betroffene zu motivieren, sich Hilfe zu suchen. Wir haben ja die Möglichkeit, absolut, angefangen von anonymen Telefonen bis zum Frauenbüro und so weiter, sich zu melden. Und jetzt durch dieses Gespräch natürlich zu sagen, liebe Männer, ihr habt auch die Möglichkeit hier, trau dich, hau nicht, euch Unterstützung zu holen, bevor absolut vor dem Kadi steht. Absolut, ne? Absolut. Und wir freuen uns. Jede verhinderte Straftat, die nicht zur Belastung der Justiz führt, ist ein Erfolg für die Gesellschaft. Ja. Ja. Und die vor allen Dingen keine Opfer produziert, ja, in der Regel keine Frauen, also und keine Kinder. Das ist halt, ja, stellen Sie sich bitte mal vor, entweder misshandelte Kinder oder ja, Kinder, die geschlagen werden, das ist ja die eine Geschichte, was ja schon ja, unfassbar ist letztendlich. Aber auch wenn Kinder zusehen, wie der Vater, die in der Regel. Ja, das meinte ich ja. Ja, eben. Aber ich wollte es nochmal explizit sagen, um auch ein bisschen die Dramaturgie nochmal darzustellen. Auch ein Kind, was sieht, wie die Mutter misshandelt wird, ja, oder ein Kind, was vom Vater misshandelt wird und mitkriegt, dass die Mutter gar nicht intervenieren oder kann. Zuguckt, ja. Oder ich will das gar nicht, ihr gar keinen Vorwurf daraus machen, auch das, sie hat ja auch Angst, also ich will das gar nicht verurteilen, aber und das sind oftmals die Täter, die nachher bei uns sitzen. Vielleicht ein Thema wäre mir dann doch noch zumindest in ein, zwei, drei Sätzen wichtig. Oftmals geht häusliche Gewalt auch einher mit Alkohol oder Drogen. Mhm. Absolut. Und das heißt, eigentlich sind dann Gewalttäter ja, müssten theoretisch mehrfach therapiert werden, wenn ich das so sehe. Genau so ist es. Also das ist ja häufig bei unserem Klientel in der Bewährungshilfe, dass wir Leute haben, die nicht nur ein Gewaltproblem haben, sondern auch ein Problem mit Alkohol oder Drogen. Ja. Und da wird jetzt also gezielt bei der Arbeit mit der Attacke danach geguckt, was steht im Vordergrund. Ja. Wenn das jemand ist, wo der Alkohol absolut im Vordergrund ist, stellt sich die Frage, ist er dann bei Attacke, ist er dann mit dem AAT zu therapieren oder muss er erst etwas gegen seine Alkoholproblematik machen? Das gucken wir uns sehr genau an, ja, und führen dann auch Gespräche. Ihr versucht euch einen Eindruck von der Person zu machen, wir geben unseren Eindruck wieder und wir verständigen uns dann darauf, ob es jemand ist fürs AAT oder ob es jemand ist, der erst eine Therapie macht. Oder man macht es parallel. Ja, das machen manche ganz klar, ganzheitlich. Das wird ganzheitlich abgelaufen. Das ist sehr häufig so bei der Fall. Absolut, das muss sein. Ja, beides parallel läuft. Das heißt, er geht zu den anonymen Alkoholikern als Beispiel. Absolut. Mittwochs und Donnerstags kommt er zu Ihnen. Genau. Mhm. Ja. Oder wir sagen, mach erst eine Therapie, dann können Sie gerne wiederkommen. Ja. Das Ganze, das ist ja, sehr das individuell abgestimmt. Hat das Einfluss oder keinen Einfluss auf jetzt den Straftäter, der eventuell zu einer Bewährungsstrafe verurteilt ist und sagt, ich war bei Attacke, aber die haben gesagt, geh erstmal, mach erstmal einen Entzug.
dann würde ich das an das aufsichtsführende Gericht berichten. Also Sie nehmen an, er hat, der ist ein Proband, der steht bei mir unter Bewährungsaufsicht, ja, und die Auflage bei Attacke eine AT zu machen. Ja. Attacke sagt, den Mann können wir nicht nehmen, da steht die Alkoholabhängigkeit im Vordergrund. Ja. Dann würde ich das genauso dem Gericht mitteilen, vielleicht noch mit ein paar Sätzen von Attacke, und darum bitte den Beschluss zu ändern. Ja. Dass der Beschluss dann beinhaltet, zunächst Alkoholtherapie und danach Attacke. Das heißt, wenn der Therapie willig ist, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ist alles möglich. Ja. Dann ist das doch schon mal ein gutes Zeichen. Das ist nicht nur ein gutes Zeichen, das ist die Bedingung. Das ist die Grundbedingung. Nein, ich meine jetzt, weil er kommt zu Ihnen und Sie sagen, kann ich. Ach so, der muss erst einen Zug machen. Absolut. Und er sagt, ja gut, dann mache ich das halt. Mir wäre es zwar lieber bei Ihnen, aber dann mache ich halt den Zug. Das heißt, diese Therapiewilligkeit, mehrere Therapien parallel oder nacheinander zu machen, ist ja ein positives Zeichen. Kommt häufig vor, ist absolut sinnvoll. Ja, da bedanke ich mich erstmal für dieses sehr ausführliche Gespräch, Frau Engelhardt. Dankeschön für Ihr Interesse. Wie gesagt, es ist ein Thema, das muss mehr in die Öffentlichkeit. Ja. Was auch in die Öffentlichkeit muss, ist natürlich hier solche Angebote. Ich denke, viele wissen das gar nicht, dass es sowas gibt. Ja. Und dann darf ich Ihnen erstmal ein schönes Wochenende wünschen. Genau. Und alle, um das noch zu ergänzen, alle, die echt daran interessiert sind, und da kann keiner falsch kommen, soll bitte gerne zu uns kommen, und dann werden wir ihn beraten, behandeln, wie auch immer, wer will. Ob es Institutionen, Privatpersonen, Opfertäter, in der Beratung gerne. Oftmals ist es ja auch so, jetzt ist dann aber auch wirklich schön, dass man lieber zu Organisationen geht, als gleich den großen offiziellen Weg zu gehen. Absolut. Da ist die Hemmschwelle etwas geringer, auch für Betroffene, Opfer, dass sie lieber zum Frauenbüro gehen, bevor sie zur Polizei gehen. Wenn sie zur Polizei gehen, dann ist das ein Tagebucheintrag und dann geht das einen sozialistischen Gang. Ne? Wenn sie zum Rechtsanwalt gehen, der sagt, okay, Vorschuss oder auch nicht, und dann geht, dann ist das erst, wenn das erste Schreiben raus ist, wird schwierig. Ne? Und da ist das hier in solchen Organisationen, wo man erstmal Gespräche führt und beraten werden kann, sicherlich sinnvoll. Und die Leute können auch gerne zu mir kommen. Ja. Und ich stelle dann den Kontakt. Ja, also jetzt hier zur Kiste oder unter den Tisch oder zum Frauenbüro. Diese Möglichkeiten haben wir ja hier im Kreis. So. Ja, vielen Dank. Ich danke auch.